Ich bin im Thema. Das geht nicht um Minarett, das geht nicht um Kuppel, das geht nicht um Bau und Land, nein. Das zeigt auch das Blatt. Das geht, barakallahu fikum, um was anderes. Das geht um Islam. Und wenn man dieses Problem, diskutieren will, dann sollen wir das Problem von der Basis diskutieren. Nicht jetzt Erscheinungsform, sondern wir sollen, warum sind die Leute gegen den Islam? Warum hetzen sie gegen den Islam? Warum zum Beispiel hetzen sie nicht gegen andere? Weil die Sache so ist, ach, wir sind Sündenbock geworden und jeder, zum Beispiel die Presse, jeder, der jetzt bekannt werden möchte, der macht, der schreibt etwas über Islam. Gegen den Islam. Jeder Schriftsteller, der schnell bekannt werden möchte, der macht ein Buch, der schreibt ein Buch gegen den Islam. Der macht ein Programm gegen den Islam. Warum? Das gehört alles zu dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat. Was antworten wir, wenn die Leute dich fragen? Was sagst du zum Minarettverbot? Sagst du ihm, stopp bitte. Wir sagen, wir brauchen nicht unbedingt ein Minarett oder ein Kuppel oder eine große Moschee oder Millionenbaumoschee, sondern wir brauchen einen Platz, damit wir unsere Religion praktizieren können. Dürfen wir das? Wenn man sagt freilich, dann sagst du, okay, wenn ich darf und Baurecht sagt mir, du kannst einen Turm bauen oder eine Burg bauen, wenn ich die Auflagen der Bauordnung schaffen kann und bestätigen kann, darf ich dann Minarett haben? Eigentlich logisch, sollte man sagen. Ja, aber das wird, ja, aber das ist Symbol für Macht. Und sagst du, das hat mit Symbol der Macht nicht. Genau, die Diskussion mit Hijab, mit Bedeckung einer muslimischen Frau, die nennen das Kopftuch. Kopftuch haben wir nicht, wir haben Bedeckung einer Frau. Kopftuch. Symbol der Unterdrückung, Symbol der Macht und der politischen Symbol. Wir haben tausende Umfragen. Wir haben Millionen von Menschen befragt. Ist eine muslimische Frau, warum bedeckst du dich? Ich mache das freiwillig. Hat jemand dich gezwungen? Nein. Machst du das aus politischen Gründen? Nein, das hat mit Politik nichts zu tun. Ach, was sagt ihr? Sagen die Frauen zu uns. Ja, aber trotzdem, das bleibt. Egal, was wir sagen, wir sind nicht so. Wir sagen, wir sind gegen Terror, die sagen Strategie. Wir sagen, wir sind für Frieden, aha, das ist ein Spielchen, Propaganda. Wir sagen, wir wollen im Frieden hier leben, wir wollen, dass wir mit den Menschen zusammen gut kommen. Ach, diese Leute, die wollen Deutschland islamisieren. Islamisieren. Du sagst ihnen, wir wollen mit Politik nichts zu tun haben. Wieso willst du nicht mit Politik zu tun haben? Nein, ihr sollt Politik machen. Wallah, ein Journalist kam zu mir in die Moschee. Ich habe gesagt, ich will mit Politik nichts zu tun haben. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich möchte meine Religion hier praktizieren, fertig. Der hat gesagt, das finde ich falsch. Das ist keine Integration. Du bist Integration unwillig. Ich will mit Politik nichts zu tun haben. Sagst, nein, du sollst mit Politik zu tun haben. Du sagst dann, ich will mit Politik zu tun haben. Ah, die Muslime, die wollen hier Deutschland regieren. Das heißt, jetzt, ich habe viel gesprochen über andere Themen, weil das nicht um Minarettverbot geht. Das geht um Islam an sich selbst und weil die meisten Leute unwissend sind, was Islam anbetrifft und die wissen nicht, was unsere Religion ist und leider, dass die Muslime passive, negative oder meisten Muslime passive, negative Haltung haben, haben wir dieses Problem. Sonst, wo sind die Muslime? Ach, barakallahu fik, ein Richter in England, der Oberrichter in England, der hat gesagt, wir sollten die Muslime in bestimmten Bereichen sozusagen nach ihren Rechten, islamischen Rechten behandeln. Die ersten, die ihn kritisiert haben, waren die Muslime. Jetzt in der Schweiz, unsere Brüder, die wollten etwas machen, damit sie zeigen, dass wir friedlich sind, dass wir Dialog aufsuchen. Die Ersten, die
dagegen waren und die haben gegen unsere Brüder, wie Abu Hamza und die anderen gesprochen, die ersten waren sogenannte muslimische Organisationen. Das ist klar geworden. Das heißt, in der Zukunft, das wird so sein, wenn die Muslime jetzt nicht wach werden und dass sie ihre Religion vertreten und ihre Religion lernen und dass sie Allah fürchten, wenn sie das nicht machen, dann nach ein paar Jahren, glaub mir, du wirst nicht mehr auf der Straße sagen können, ich bin ein Muslim. Dies wirst du nicht dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Na. Das Plakat ist ja auch, dieses Gegenplakat gegen die Minaretten, ist zusätzlich mit einer Frau mit Niqab abgebildet. Das Nummer eins. Und Nummer zwei, es wurde hier eine Volksabstimmung gemacht. Warum gerade in diesem Moment diese Volksabstimmung? Ja, sage ich euch, das ist Propaganda. Es gibt eine Studie, dass die Muslime innerhalb 10 Jahren hier in Europa sich verdoppeln werden. Und innerhalb 20 Jahren werden die Muslime fast sozusagen 40-50% der Bevölkerung in Europa sein. Und in 50 Jahren sind die Muslime 80%. Diese Leute, die machen das absichtlich, weil das nicht die Wahrheit ist. Aber die machen das absichtlich und manche Muslime, die sagen, ja, gut. Das ist nicht ja, gut. Das stimmt nicht erstmal. Diese Statistiken sind nicht richtig. Erstens. Zweitens, wir haben nicht vor, sozusagen etwas hier zu machen. Wir wollen nur unsere Religion pflegen, das ist alles. Und ich sage wir, die meisten Muslime, wir wollen nur den Islam praktizieren, beten, fasten, pilgern. Wir möchten unsere Kinder Islam beibringen, unsere Religion pflegen. Gibt es Religionsfreiheit? Da sagt man ja, okay, dann sollte man das uns gewähren. Sagt man ja, aber schaut mal in anderen Ländern. Okay, die Frage ist, wollt ihr Deutschland mit Afghanistan vergleichen bezüglich Gesetze, die herrschen? Wollt ihr Merkel mit Karzai vergleichen und Abdullah mit Gutenberg? Die sagen, och, Gottes Willen. Okay, wenn Gottes Willen, och, dann sollt ihr verstehen, dort herrschen andere Rahmenbedingungen und in Deutschland andere Rahmenbedingungen. Wir reden über Deutschland, wir reden über Europa und man kommt die ganze Zeit, sagt Religionsfreiheit, ihr dürft eure Religion. Okay, dann muss man uns das gewähren. Und deshalb, das geht nochmal. Wallah, ich schwöre, das ist mein Glaube und tief, das geht nicht um Minarett, das geht nicht um Bekleidung, das geht nicht um die Sachen. Wenn unsere Frauen auch ihre Bedeckung wegmachen und wenn wir keine Minaretten bauen und wenn wir auch sozusagen sagen, wir machen alles, was ihr wollt, die werden sagen, ihr seid noch nicht integriert, weil die etwas anderes wollen. Dass wir sagen, wir sind keine Muslime. Dann bist du der Beste. Und das wollen wir nicht. Wallah, unsere Religion ist unsere wichtigste Sache des Lebens. Wenn wir unsere Religion verlassen, dann lieber sterben wir davor. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Leute recht leiten. Und wir rufen zu Frieden auf und wir rufen zu Dialog auf und wir wollen keine Hetzpropaganda. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة